Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich habe jetzt gerade mal hier einen Rundgang gemacht um mein Auto. Und jetzt fahren wir vor an die Tankstelle tanken. Wir fahren nämlich schon auf Reserve. Heute Nacht hat nämlich die Standheizung aufgehört zu standheizen, weil plötzlich Diesel wenig war. Aber ich bin deswegen trotzdem nicht erfroren. Und jetzt kochen wir einen Tank voll. Und dann, beziehungsweise kochen wir beide Tanks voll. Und dann geht's ab die Post nach Regensburg. So, meine Guten, jetzt lasse ich euch aber erstmal finster hier, weil ich jetzt hier schauen muss, dass ich hier halbwegs gescheit rauskomme. Ach, es ist ein Kotz hier mit der Tankstelle. Steht einer da drüben so blöd drin. Ne? Normalerweise sollen die da drüben die Dinger immer frei halten, ne? Dass man hier rein und raus kann. Aber aufgrund des Platzmangels, der jetzt hier herrscht, geht das eben nicht. So, Freunde, jetzt gibt es wieder Licht für euch. So, hier rum. Nicht am Bordstein schrammen. So, meine Guten. Jetzt wollen wir mal. Ja, ne, durch die Baumaßnahmen ist jetzt hier alles arscheng geworden. Ne? Schon wieder ganz schön kalt, minus 6 Grad, mein Lieber. Ganz schön kalt geworden. Ich muss erst mal hier. Wasser hier auskippen. So, Glatteis.
Da wird jetzt Glatteis. Mach keinen Stress, ich bin gleich weg. So, meine Freunde. Jetzt 10 km/h hier. Schneller kannst du ja eh nicht mehr fahren. Ich denke mal, der diesjährige Frost gibt der Straße noch gar den Rest. Was klappert denn da? Der Sache muss ich noch auf den Grund gehen, was da klappert. So, Spiegel geputzt, Scheiben geputzt, also was so halbwegs notdürftig, ne? Also Freunde, der Sache muss ich noch auf den Grund gehen, was da klappert. Meine Guten, haben wir es doch gleich geschafft. Und ich würde mal sagen, die Uhrzeit ist keine gute Zeit, um durch die Stadt zu fahren. Da die Autobahn ja fertig ist oben, die 3, kann man ja auch über die 3 fahren. Wir fahren lieber mal tagsüber durch die Stadt, wenn nicht so viel Verkehr ist. Oder? Jetzt hier, nee. Ich dachte schon, hier fängt es an zu stocken und zu stauen. Dann wäre ich jetzt doch durch die Stadt gefahren. Nee, es läuft. Dürfen wir bloß dann oben das Abbiegen nicht vergessen. Ja, weil wir öfters jetzt hier runtergefahren sind, wenn wir Richtung Neufahren, Richtung, sag schon, Dingolfing gefahren sind. Ja, wir haben aber auch schon getestet, dass die Autobahn frei ist. So, jetzt kommt gleich unsere Ecke. Ah.
So, und da gucken wir uns doch mal an, wie die Überfahrt geworden ist hier. Guckt, hier haben sie alles weggeräumt. Wo die Baustelle noch war, sind wir hier drüben gefahren. Und hier hoch. Da. Jetzt fahren wir ganz normal rum. Schön. Das werde ich wohl nie verstehen, warum ich, wenn ich rechts abbiegen will, noch unbedingt vor Ort an dem LKW vorbei muss und vor dem dann rechts rüber. Das werde ich wohl nie begreifen, aber muss ich auch nicht. Ja, meine Guten, werden wir wohl öfter hier lang fahren, wenn Betrieb ist in der Stadt. Kann man ja ungefähr abschätzen, so wie jetzt zu der Zeit das Betrieb. Dass natürlich hier jetzt Stau ist, das war nicht absehbar. Ach, aber es geht, es rollt. Ist garantiert ein Pannenauto da vorne. Ja, was denkst du, warum wir alle hier rüberfahren, du Schnarchhals? Bauen Sie Ihr Zeug auf, die Putzilei. Ein Wildunfall, habt ihr es gesehen? Armes Viech hat es zerrupft. Haben sie jetzt abgesperrt alles. Ja, zurück zu fahren wir durch die Stadt. Wie schön das geht hier jetzt. Ha! Ja, wir fahren dann hoch zu schön wieder durch die Stadt. Da ist dann nicht mehr so viel Betrieb, denke ich. Hier sind wir schon lange nicht mehr lang gefahren, ne? Schon ein halbes Jahrhundert. Hier hinterzu, da ist auch eine Firma, wo wir ab und zu mal laden. Ist immer ein bisschen eng hier vorne. Aber da gibt es mehr solche Kreuzungen, ne? Ich sage bloß Schenker. Imperial, Leipzig.
wenn ich vom Flughafen komme und dann rechts abbiege. So, fahrt ihr mal. Kommt Leute, macht mal Betrieb. Oh, es war klar. Das war klar, weil die so getrödelt haben. Naja, nicht zu ändern. Na dann, Freunde, lassen wir uns überraschen. Wenn es nicht geht, haben wir halt Pech. Aber wenn es geht, wäre nicht schlecht. Geht mir mal aus der Kameralinse. Na? Es mag mich nicht. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Dann fahren wir halt zum Tor 1. So, Freunde. So, Freunde. Lang genug hat es gedauert. Ach. Beim Uploaden, das ging ja recht schnell, ne? Da konnte ich ja nicht meckern. Aber beim Laden standen dann drei vor mir. Ja, nö. Wird halt dann der Reihe nach abgefertigt, ne? Es ist halt so. Kann man nicht ändern. So, jetzt ist es halt 11. Uhr sind wir in Leipzig. Möchten wir uns sputen, ne? Jawohl, du musst Gas geben, wenn dich einer reinlässt. Alter, solche Kollegen könnte ich stundenlang prügeln. Jetzt geunfallt. Scheint aber nichts passiert zu sein. Und telefonieren während der Fahrt, natürlich. Das sind Mitrichten. Das sind Kollegentöter, sage ich euch.
Solche Leute kann ich leiden. Lässt sie rein und dann lassen sie dich nicht vorbei. Oh, hier ist die Autobahn gesperrt. Warum denn das? Ach, wahrscheinlich wegen dem Unfall, der da vorne war. Das war doch was Größeres. Die sind noch im Ausmessen da hinten bloß noch. Das waren gar nicht die Unfallautos. Das war wahrscheinlich hier Unfallursachenforschung oder wie die sich nennen. Eine Dame ja aber Schwein gehabt, mein lieber Mann. Dass das nicht auf unserer Seite ist. Da scheißt es dich dann natürlich an, wenn du dann sagst, okay, ich fahre auf der Autobahn und nicht durch die Stadt und dann sowas. Das brauchst du dann nicht, ne? Guckt euch den Stau an hier. Das scheint schon länger zu gehen. Ja, wir sind ja, die Firma ist ja wieder mal groß eingestiegen, ne? Das grüne Gebäude, was gebaut worden ist gegenüber vom BMW-Werk, das ist die Logistik der Elektrobatterien. Deswegen fahren jetzt auch so viele Elflines mit Gefahrguttafeln draußen rum. Weil, wenn du diese Elektrobatterien transportierst, brauchst du einen Gefahrgutschein. Und das muss gekennzeichnet sein an den Fahrzeugen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt am Auflieger hinten eine Gefahrguttafel dran habe. Aber hier bei mir an der Zugmaschine nicht. Weil ja doch eventuell mal der Auflieger für irgend sowas benutzt werden könnte. Und dann geht es große Rennen los, wenn die Tafel nicht dran ist. Ja, mich stört die Tafel nicht. Ich meine, was soll's. Solange ich sie dran habe, brauche ich sie nicht aufklappen, weil ich fahre kein Gefahrgut. Ich habe keinen Gefahrgutschein. Ja, da ist nämlich in dem grünen Gebäude, was wir immer mal gesehen haben, was gebaut worden ist, gegenüber vom Tor 4 in Leipzig. Da ist nämlich die Batterielogistik für BMW drin. Die Elektrobatterielogistik. Das ist nämlich dann schon wieder ein neues Standbein, was der Chef geschaffen hat. Und das finde ich gar nicht mal so unintelligent. Das ist nämlich ein cleverer Schachzug. Finde ich zumindest. Ja, meine Lieben, so sieht's aus. So, und wir tun zum Glück gleich an der Stelle, wo wir abladen, laden wir zum Glück gleich wieder. So, drückt mir die Daumen, dass das jetzt hier zügig geht. Die Ampel geht schon mal zügig. Das ist schon mal viel wert. Das ist schon mal viel wert. Da haben wir schon einiges gewonnen.
So, Freunde. So ein schönes Wetter schon. Wenn dann das Wetter wieder besser wird, dann sollten wir auch mal wieder Auto waschen. Das sieht aus. Oh, da tut einem das Herz bluten, wenn man das sieht. Naja, es wird ja jetzt irgendwann mal wieder ein bisschen wärmer werden, hoffe ich. 5 Grad plus brauchen wir. So, meine Guten, jetzt. Bis dann. Jetzt haben wir es geschafft. Und es ging schön schnell. Ich habe nämlich dem Mädel erklärt, dass meine Schichtzeit zu Ende ist. Gleich. Und da hat sie mich auf einen anderen Platz gestellt, wo ich eigentlich hingemusst hätte. Ich hätte auf der 0 gemusst und sie hat mich aber auf der 1 gestellt, weil der da gerade weg ist. Dann hat er mich gleich als nächsten drangenommen. Abgeladen, geladen, fertig ist die Laube. Der ganze Spaß hat ...40 Minuten gedauert. Abladen, aufmachen, reinfahren, aufmachen, abladen, laden, zumachen. Das hat ganze 40 Minuten gedauert. So, jetzt fahren wir rüber in den Schlachthof, wollte ich gerade sagen. In den Schlachthof. In den alten Flughafen. In die Spedition. Und dann ist Feierabend. Und heute Nacht fahre ich heim. Aber da gibt es kein extra Video diesmal für samstags. Weil zum einen ist es finster wie im Entenpoppes. Da seht ihr sowieso nichts. Und zum anderen lohnt sich das nicht. Es sind 2 Stunden Fahrt und da lohnt sich das nicht, ein extra Video zu machen. Und dann noch finster, wo man nichts sieht. Ich meine, wenn man den ganzen Tag arbeiten, ist das was anderes. Dann sieht man den Rest des Tages ein bisschen was. Aber seid mir nicht böse, aber am Samstag gibt es dann kein Video. Das lohnt sich wirklich nicht. Außerdem habe ich keine Speicherkarte mehr von Samstag. Die ist noch von letzter Woche zu Hause. Weil es ja letzte Woche erst ein Video gab am Samstag. Da muss es diese Woche nicht schon wieder eins geben. Ich werde mich dann nochmal separat bei euch verabschieden. Wenn ich zu Hause bin, morgen. Aber Video gibt es keins. So, kommt, schwingt mal eure Popse hier drüber. Die waren nett, die zwei. So, haben wir es gerade so geschafft in der Schichtzeit. Haben wir vielleicht noch 5 Minuten, wenn wir drüben stehen. Also war knapp, ne? Ne, es war ganz nett von dem Mädel, dass er gesagt hat, ja okay, fahr rein, stell dich auf den Platz 1, der fährt gerade weg. Da ich ja plus 6 Hub drauf hatte, die abgeladen werden mussten und 8 Hub drauf gekriegt habe zum Laden,
Nee, neune. Ja, wie gesagt, das Abladen und Laden selber hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Ja, manchmal hat es auch Vorteile, wenn man bekannt ist, ne? Und ich bin ja nur öfter mal hier. So, Spiegel und Scheiben habe ich wieder geputzt, habt ihr das gesehen? So, meine Guten. So, wo ist denn ein Platz? Da ist voll, da ist voll, da ist voll, da ist voll, da ist voll. Alles voll, das gibt's doch schon wieder nicht. Schon wieder alles voll. Da ist einer frei. Da stellen wir uns hin. Das ist der Letzte, der frei ist. Gerade einen Bordstein stellen. Na, Herr Meisel, wirst du es hinkriegen? Schluss aus die Maus. Feierabend, macht der Klaus. Zwei Minuten hätten wir noch Schichtzeit. So, meine Freunde, jetzt bin ich auch zu Hause. Ich wurde begrüßt. Auf das stürmischste und heftigste. Da ist er. Unser kleiner stürmischer Begrüßer. Also ich werde jetzt das restliche Wochenende noch genießen. Mir es schön machen. Wenn man es schön machen kann bei der Kälte. Ja, meine Lieben, so ist es. Es ist kalt. Also, am Montag fahren wir 6:30 los. Wir müssen um 10 in Ringsburg sein. Da müssen wir uns ein bisschen sputen. Mal gucken, ob es wieder Bauernproteste gibt. Wir werden sehen. Ach, und übrigens, was ich euch noch sagen wollte, weil ihr hier öfters mal in Kommentaren geschrieben habt, ich soll mich diesen Bauernprotesten anschließen.
Ich bin solidarisch mit den Bauern und ich reg mich auch nicht drüber auf über die Bauernproteste, aber ich kann mit meinem LKW nur dann an den Protesten teilnehmen, wenn das von der Firma abgesegnet worden ist. Ich kann nicht einfach mit meinem LKW mich irgendwo hinstellen mit Ware drauf, die irgendwo anders dringend gebraucht wird und dort protestieren. Das kann nämlich dann ganz fürchterlich nach hinten losgehen, weil dann nämlich eventuell auf meine Firma Schadenersatzansprüche zukommen, die dann auch durchaus auf mich umgelegt werden könnten, was eventuell sogar bis zur letzten Konsequenz eine Entlassung nach sich ziehen kann. Weil ich kann nicht einfach mit einem Firmen-LKW mich irgendwo hinstellen, ohne dass die Firma das weiß und solche Proteste mache. Also meine Lieben, wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Ein schönes Wochenende und bis Montag. Tschüss.